Bei Let's Love ziehen die Singles erst zusammen und lernen sich dann kennen. Ein Blind Date mit Übernachtung. Ohne Ablenkung für maximal 5 Tage. Nach jeder Nacht folgt die Entscheidung, auschecken oder verlängern. Wie werden sich Evelyn und Gerard entscheiden? Möchtet ihr gemeinsam für weitere 24 Stunden in der Hütte bleiben? Oder checkt ihr aus und verlasst die Hütte als Singles? Deine Art und Weise, auch wenn sie ein bisschen verrückt ist. Ehrlich, das ist das Tolle daran. Du kannst, während wir, also auch so deine Abwesenheit, die du dir ab und zu nimmst für dich, so deine ja, ich muss mich mal zurückziehen, dass du das kannst, so bum bum, von einem Moment, finde ich gut. Danke. Bei der Entscheidung mache ich mir eigentlich nie Gedanken, weil ich denke, das funktioniert bis jetzt so gut und ich muss mir nicht wünschen, wegzugehen. Ich wünsche mir eigentlich, noch hier zu bleiben. Wobei mir dann auch aufgefallen ist, dass du jetzt mittlerweile die Evi Reismann-Angewohnheit übernommen hast und denkst auch nach, ne? Und kommst ins Nachdenken. Aber ich bin eher ein Bauchmensch als ein Denker, so wie du. Du bist der Kopf, ich bin der Bauch. Ja, so sehe ich das auch. Und es reimt sich auch noch, ne? Du bist der Kopf, du bist der Bauch, so sehe ich das auch. Mann, hey, da schreiben wir einen Song drüber. Da schreiben wir einen Song drüber. Müssen wir einen Song machen, ehrlich. Ja. Falls die Evelyn sich entscheiden würde, heute noch einen Tag zu bleiben, würde ich mir wünschen, wieder so einen perfekten, tollen Tag zu haben, den wir schon zusammen hatten. Durch dich kriege ich so ein bisschen eine Leichtigkeit momentan, weil du merkst ja auch am Gesichtsausdruck, ne, bin ich angespannt. Und mit dir kann man so ein bisschen das Leben leben, ne? So Viva la Vida ist mit dir ganz gut möglich. Die Leichtigkeit von Gerard, die tut mir sehr, sehr gut. Wirklich gut. Er ist kein anstrengender Partner. Und was mir nicht so gefällt, ist halt, also für meinen Geschmack, das mit dem Rauchen, das würde ich, für deine Gesundheit würde ich dir einfach mal raten, denk mal drüber nach. Auf Dauer, auch wenn du gerne rauchst, auf Dauer ist es halt auch nicht gesund. Ich werde wahrscheinlich nicht. Ich liebe es zu rauchen. Ich werde wahrscheinlich auch nie damit aufhören. Ich bin so, wie ich bin und werde mich auch nicht für eine Frau ändern. Überhaupt nicht. Vielleicht wird so akzeptiert, wie ich bin, oder gar nicht. Weißt du, uns wird ein weiterer Tag helfen, dass wir uns besser kennenlernen, intensiver kennenlernen, oder? Natürlich geht einem durch den Kopf, was ist, wenn der andere sagt, ich möchte nach Hause. Das ist ja so eine Abfuhr oder ein Korb, den man bekommt. Und den bekommt man nicht unter 4 Augen, den Korb, sondern das sehen dann irgendwie auch viele Menschen. Weißt du, bis jetzt war perfekt. Es ist ja auch kein Grund, eigentlich irgendwie abzuhauen oder so. Das weiß ich doch nicht. Also, ich mach's mal ganz kurz und knapp. Ich hätte echt Lust, mit dir noch weiter hier einen Tag zu verbringen, weil es einfach eine ganz tolle Erfahrung für mich ist. Also, und natürlich dich als wirklich tollen Menschen würde ich gerne näher kennenlernen wollen. 100% gerne. Schön. 100%. Die Entscheidung ist getroffen. Der 57-jährige Gerard aus Luxemburg und die 55-jährige Evelyn aus Sachsen werden nach 3 Tagen weitere 24 Stunden miteinander verbringen. 3 Hütten, eine Mission. Die Liebe finden im spannendsten Blind Date aller Zeiten. Rund um die Uhr und ohne Ablenkung. Model Evelyn und Biker Gerard haben sich für die Verlängerung ihres Dates entschieden. Ach ja, du willst ja meine Haare sehen. Du willst die Haare sehen. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Passt. Jetzt wird's schlimm, ne? Das ist auch gar nicht mein Musikstil, aber egal. Passt das so? Das sieht ja so scheiße aus. Genau die Farbe, die ich brauche, ja. Ich wollte eigentlich, ich mach Freischnauze. Ich habe zum Beispiel schwarz hätte ich gebraucht, weil du musst ja... Ja, aber, da ist doch schwarz irgendwo. Wo? Ich sehe kein Schwarz. Hier ist rot, hier ist pink, neongrün, gelb und blau. Kunst und Kreativität ist für mich ganz, ganz wichtig.
Wobei ich auch viel zu wenig male, aber ich male unwahrscheinlich gerne. Ich mache erstmal einen Grund. Ja, ich sag dir gar nichts. Mach du dein Ding, ich mach meins. Du schaust nicht hin. Ja, ich schaue nicht hin. Ich schäme mich jetzt. Was schämst du dich? Was ich gemacht habe. Oh, du bist doch schon fertig. Und ich gebe mir hier die größte Mühe. Das ist 100% eine Artistin. Warte mal hier noch ein bisschen. Je mehr du drin rummalst, ist dann auch scheiße, glaube ich. So, hier, bitteschön. Es ist Pop Art. Pop-Art. Hey, das werde ich, das weißt du, wie geil das bei mir zu Hause passt. Glaube ich dir. Und wie geil das gemalt ist. Ich schwör's dir, ich. Ich bin baff. Ehrlich, ich schwör dir. Du wirst mich sowas von hassen, ey. Nein! So ein Quark. Egal, wem ich das Bild zeigen würde, von den Leuten, die mich kennen, würden sofort sagen, das bist du doch. Ich finde das wirklich gut. Ich freue mich, dass es dir gefällt, wirklich. Das ist ja mega geil. Das Bild, was ich ihm gemalt habe, das hat ihn irgendwie geflasht. Und mir fällt auf, dass Charat schon nachdenklicher ist. Wahrscheinlich auch noch mal im Kontext mit dem Date in dem Boot, wo ich ihn meine Gefühle ausgedrückt habe. Warte, ich mach die Augen zu. Na, so oder so, ey. Heute Abend denk sterben, an, jetzt in den nächsten 10 Minuten, oder? Denk an den Köln, zeig mal. Oh! Ups. Ich finde es cool. Schaut so ein bisschen aus wie der Ottifant. Vor allen Dingen, das war richtig wie eine Karikatur, das war richtig toll gemalt. Ich finde es cool. Ich finde es cool. Nein, das ist geil. Ich bin nicht bereit. Ich häng's auf. So eine Sache. Nee, aber du hast schön unterschrieben. Ja, wenigstens das ist okay. Wenn danke du die Unterschrift. Dir. Danke, 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 danke. Hey. Boah, ich entschuldige. Ich bin null cool. Nein, das ist ehrlich. Mega. Ich hab da keine Fantasien für solche Sachen. Ich finde, unsere beiden Bilder sind toll. Gérard mit roter Mähne und Evelyn als Ottifant. Auch das ist Let's Love. Give me five. Ich find's cool.